Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mit der Frage, was wurde eigentlich aus Monstrum? Ein Spiel aus dem Jahre 2015, lange Zeit ist vergangen, damals ein Riesenhype, viele YouTuber haben sich drauf gestürzt, damals auch in der Early Access Version. Heute ist das Spiel fertig entwickelt und ich werde mich der Frage stellen, wie gut es ist geworden. Es ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten, das heißt, lohnt es sich das Spiel heute noch zu kaufen? Und das wie immer in einer spoilerfreien Version, das heißt, du kannst das Spiel ganz entspannt angucken, ohne gespoilert zu werden. Und am Ende gibt es wie immer ein ehrliches Fazit. Ja, und ich würde sagen, quatsch mal nicht groß drum rum. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel sich entwickelt hat nach so langer Zeit. Und wir gehen direkt rein und ich wünsche dir viel Spaß bei dem Video. Also, was ich sagen kann zu diesem Spiel, was ich noch weiß aus der Vergangenheit, ist, dass es ein KI-generiertes Schiff ist. Das heißt, die Räume sind immer unterschiedlich. Das heißt, jedes Mal, wenn wir sterben, wenn die Räume komplett anders aufgebaut sind, die Items sind an ganz unterschiedlichen Stellen und es gibt wohl drei unterschiedliche Monster oder Monstrumse, die dich verfolgen und wir müssen einen Weg rausfinden. Ja, also das heißt, du und ich, ja, wir werden uns jetzt ein bisschen gemeinsam durch dieses Spiel stürzen und versuchen, einen Weg rauszufinden und dabei halt zu testen, wie gut ist dieses Spiel geworden. Macht dir keine Sorgen, wenn ich heute Nacht nicht zurückkomme. Ich denke, ich habe endlich das Problem mit dem Shower, also mit dem Duschsystem gefunden. Es wird wahrscheinlich noch eine Nacht länger unter dem Deck erfordern, um es zu reparieren. Dem Duschsystem, das ist kaputt. Ist das ein Hinweis? Okay, also zwei Nachrichten nochmal gefunden. Soweit ich das, wie gesagt, weiß, muss man hier Gegenstände finden, um aus dem Schiff zu entkommen. Denn hier geht was ganz Gruseliges um sich. Oh, was ist das? Was habe ich übersehen? Ein Radio? Ich weiß, da kann man bestimmt das Monster damit in die Irre locken. Ich weiß halt jetzt nicht, wo ich lang muss. Man kann natürlich erkennen, das schon mal als kleiner Hinweis und als Kritik, im positiven Sinne, dass das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das sieht man an den Texturen hier, ne? Guck mal, da wie das aussieht, auch wie das designt ist, auch die Mechanics, wie die Figur... Oh, Task Completed Tab. Es gibt Tasks? Was ich noch gerade sagen wollte, man sieht halt wirklich, dass das Spiel schon, ja, mittlerweile 9 Jahre alt ist, weil auch die Texturen, die Hintergründe, die Mechanics der Figur, wie die sich bewegt, das ist alles schon aus längst vergangenem Jahrhundert. Nein, Spaß. Aber schon ist schon ein bisschen her. Das kann man schon erkennen, auf jeden Fall. Aber was der Atmosphäre keinen Abbruch tut, weil ich finde es bis jetzt sehr gut gemacht. Und ich warte nur drauf, bis das erste Monstrum kommt. Ist hier irgendwas Interessantes? Oh, was steht da denn? Das ist ja interessant. Da haben wir doch eine Fuse. Wo ist denn die hier? Kann ich die einsetzen? Und wieso geht das Licht jetzt an? Was soll ich tun? Soll ich nach oben? Soll ich nach unten? Was auch noch zu erwähnen ist, das hatte ich am Anfang schon gesagt, es ist KI generiert. Das heißt, die Räume sind immer unterschiedlich, anders angeordnet. Das heißt, wenn man mal stirbt, muss man sich wieder den kompletten Weg neu suchen. Und auch wenn man tot ist, ist man tot. Es gibt kein Safe Game, es gibt kein Checkpoint, es gibt gar nichts. Also holy shit. Was mache ich hier eigentlich? Überwachungskamera, die Geräusche macht? In einem Brief war ja die Rede... Im Brief war ja die Rede davon, dass irgendwo, das könnte ich vielleicht nochmal durchlesen, Feuergeruch war. Mai 1977, das kann ich aber gar nicht glauben. Okay. Ich bin schon nervös. Oh. New Objective Tab. Es sind einige Sicherungskästen verteilt hier. Vielleicht kann ich Sicherungen finden und sie wieder anschalten. Habe ich ja schon eine gefunden. Oh. Oho, wir sehen hier alle Räume, die es gibt. Und man kann hier nichts erkennen. Kann ich hier nur irgendwas machen? Hier vielleicht das öffnen oder so? Ah, eine Erweiterung. Ah, die Rucksäcke. Oh, das ist auch cool. Sehr cool gemacht. Wenn man so Rucksäcke findet, erweitert sich der Inventar. Also da kriegt man auch einen Slot ins Inventar. Einen Wecker. Kann ich damit machen? Das sieht mir auch verdächtig aus. Wie als ob das prädestiniert ist, dafür kaputt zu gehen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich jetzt nochmal runtergehen oder so? Ja. Oh, Junge. Okay, das muss ich ehrlich sagen, finde ich ein bisschen nervig. Punkt A, warum sind die noch aktiv? Und Punkt B, was soll das? Die sind schon ein bisschen ätzend. Die ist immer noch auf mich gerichtet. Das kann man hier sehen. So, you are here. Wo bin ich denn gerade? Wahrscheinlich Upper Decks, Lower Decks, Engine Room, Cargo Holds. Ist da was Interessantes drin in den Toilets? Oh, eine Taschenlampe.
Sehr gut. Und wie gesagt, ich kann nicht speichern. Das heißt, wenn ich jetzt gleich Besuch kriege, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Warum flackern die Lichter? Das macht mir gerade keinen Spaß. Holy shit. Da ist es. Da ist eins. Da war eins. Das gesehen? Hast du es gesehen? Ist das ein Indiz, wenn die Lichter... Oh, ich krieg Gänsehaut. Geil. Oh, die Lichter gehen aus. Kein gutes Zeichen. Scheiße! Frage ist, verfolgt mich das jetzt? Ja. Shit. Hier. Okay, also wenn die Lichter ausgehen, ist das ein Signal, dass das Monster in der Nähe ist. Das ist cool. Das ist sehr cool gemacht. Ist es noch in der Nähe? Die Lichter flackern noch leicht. Ich glaube, es ist noch in der Nähe. Ich glaube, das wird halt auch immer schwieriger, ne? Je länger die Spielzeit ist, desto intensiver und aufmerksamer wirst du verfolgt. Was ist das? Krass. Cool gemacht auf jeden Fall. Komm, scheiß drauf. Licht hat sich stabilisiert. Ich glaube, wir sind sicher. Alter, hab ich erschrocken vor der Hand. Und eine weitere Frage... Da hinten flackert es auch. Eine weitere Frage, die ich mir noch stelle, ist, ist es nur ein Monster, was uns verfolgt, oder sind es mehrere? Wir haben bis jetzt einen Typ sozusagen gesehen. Da hinten, das scheint da irgendwo auf dem Vordach zu sein. Da ist es. Da unten war es. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Das ist hier. Da war es. Scheiße, ich habe es gesehen. Was mache ich jetzt? Ich bin gefangen hier. Ich kann nicht weg. Alter, diese Hand. Ich denke immer die ganze Zeit, da ist irgendwas. Aber es ist nur die Hand, die da so in die Kamera gehalten wird mit der Sicherung dran, ey, wie das aussieht. Okay, ich muss jetzt hier vorbei. Ist mir jetzt egal, ich muss jetzt hier vorbei. Shit. Ich laufe mal in einen anderen Bereich rein. Ich werde immer noch verfolgt. Wo ist hier eine Tür, wo ich rein kann? Hilfe. Ich probiere mal was. Musik hat sich beruhigt. Alles sieht alles gut aus. Dann kann ich da oben drauf. Nee, scheint nicht so. Aber ich kann zumindest hier runter. Okay, nächster Step. Also wirklich, das Spiel gefällt mir gut. Es ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. Sich nochmal an Grafiken von vor fast 10 Jahren zu gewöhnen. Aber wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, hat das Spiel sehr, sehr viel Atmosphäre. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich finde das sehr cool. Es hat irgendwas auf jeden Fall. Und ja, ich will auf jeden Fall wissen, wie wir hier runterkommen von dem Schiff. Was ich alles tun muss. Diese langen Gänge. Ach du Scheiße. Holy. Da hat sich irgendwas... Bierfässer. Lecker. Lecker. Doch, da hat sich irgendwas lecker durchgefräst hier durch die ganzen Dinger. Holy shit. Aber man kann nicht erkennen, was es ist, ne? Hier auch wieder? Oder bin ich von hier gekommen? Ne, hier geht's noch tiefer. Ach komm, ich habe ja auch einen Bildungsauftrag und bin ja auch Entdecker vom Beruf. Dann wollen wir auch mal gucken, was hier unten ist natürlich. Ich habe kein gutes Gefühl. Die Gegenstände, noch mal ein bisschen auf das Spiel einzugehen. Die Gegenstände könnten interessant werden. Ich denke, wie gesagt, dass man hier... Das Radio, hier oben ist auch so ein Symbol, so ein Lautsprechersymbol, dass das dafür da ist, um die Monster abzulenken, in eine Richtung zu locken. Würde Spaß machen, es mal auszuprobieren, ob das wirklich so gut funktioniert. Ah, von da bin ich gekommen. Weil die Tür habe ich geöffnet, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber wo gehe ich hin als nächstes? Ein kleiner Kritikpunkt. Sei angebracht. Und zwar finde ich die Gänge und das Schiff sehr groß. Das heißt, hier passiert relativ wenig, es sei denn, man wird verfolgt von einem Monster, bis man an einem Point of Interest kommt, der einen ein bisschen weiterbringt. Das heißt, ich muss sehr lange suchen, um irgendwas Interessantes zu finden. Und ich habe auch noch nicht so den genauen Hinweis. Okay, wir sollten gehen. Hier flackern die Lichter. Das finde ich nicht so gut, wie gesagt. Hier flackern überall die Lichter. Ich glaube, wir sollten verschwinden von hier. Komm, ich gehe mal noch eine Etage höher. Hier bin ich auch schon gewesen. Was hat es mit diesem Flammenwerfer auf sich? Ach, Flammenwerfer. Feuer. Also steht Stopp drauf. Feuerlöcher heißt, ich kann vielleicht das Monster Qualm, also den Löschstaub in die Fresse pusten. Nur mal kurz gucken, was passiert. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja unter uns. Wie
Wir gehen weiter. Ich geh weiter, scheiß drauf. Wenn das Vieh kommt, werde ich ihm erstmal schön Löschstaub in die Fresse pusten. Oh, Blut. Das ist immer gut. Da müssen wir hin. Warum das Blut? Ich glaube, dass wir die Lösung zu dem ganzen vermutlich eher in den bewohnten... Oh, wo war ich denn hier? Bewohnten Bereichen finden werden. Nein, mach zu. Anstatt unter Deck. Das ist einfach mal jetzt meine Vermutung. Was ist das denn hier? Ein Archiv? Noch eine Tasche? Ja, ich habe doch eine Taschenlampe. Okay, wir sollten weiter. Dämliche Kammer. Oh nein, das Licht blinkt wieder. Ich sollte weitergehen. Also wie gesagt, ich finde, es ist cool gemacht, aber mir ein bisschen zu langatmig. Ich muss, er kriegt keine Hinweise über, also wenig über das, was ich tun muss. Wir könnten mal versuchen, noch in den Maschinenraum zu kommen. Deck 4 jetzt. Aber, und so gruselig finde ich es jetzt auch nicht. Also, wir gehen mal ganz runter. So weit, wie es geht. Ich gehe jetzt mal ganz nach unten. Wir sind jetzt im Unterdeck. Ein neues Objekt. Escape. Ah, man hat unterschiedliche Möglichkeiten, hier zu entkommen. Das finde ich wiederum cool. Diesmal mit einem Tauchboot. Dann mal als kleines Fazit von eurer Seite aus. Kennt ihr, erstmal die Frage, dass ihr es gerne in die Kommentare schreiben könnt. Kennt ihr dieses Spiel noch von früher? Frage Nummer 1. Frage Nummer 2. Wie gefällt es euch bis jetzt? Habt ihr es selber schon gespielt? Habt ihr es damals schon gespielt? Was hat sich verändert von eurer Seite? Gebt mir einfach mal ein kleines Fazit oder ein Feedback in die Kommentare rein, wie euch das Spiel bis hierhin gefällt und wie ihr es früher fandet und ob ihr auch der Meinung seid oder ob ihr der Meinung seid, dass sich viel getan hat oder eher nicht. Das ist, wird mich sehr interessieren. Licht flackert, wir müssen abhauen. Okay, und du weißt halt auch, ist auch nochmal so ein kleiner Kritikpunkt, du weißt halt auch, wenn das Licht ausgeht oder wenn es anfängt zu flackern, solltest du dich von dem Ort entfernen. Das wäre so ein Tipp von mir an euch, oder an dich jetzt speziell, der da gerade zuguckt. Ja, dich meine ich. Oh, was ist das? Und was ich auch gerne wollen würde, wäre mich einmal von dem Monster fressen zu lassen. Diese Animation will ich sehen. Oh, was ist das denn? Hey Mom, hey Dad, this is recording number 5, I think? Anyway, it's the 14th now, we're looking into the issues with the boiler, so, yay, into the creepy lower decks. Suppose the lack of people showering is scarier though, like a big manly smelling tin can? Okay, Probleme mit dem Boiler beschreibt, ja. Auch da wieder ein kleiner Kritikpunkt. Das Spiel auch nicht auf Deutsch nach so langer Zeit. Schade. Es ist halt immer, wie gesagt, wenn man Englisch kann, ist es kein Problem. Aber wenn man es nicht kann, ist es immer schwierig, das auch genießen zu können. Ich glaube echt, dass ich jetzt muss auf Attacke gehen. Es ist so. Ich brauche den Nervenkitzel, Freunde. Damit wir auch hier weiterkommen. So. Dann mal schauen. Schallplattenspieler. Da ist noch eine Notiz. C. Da wurde experimentiert an irgendwelchen Wesen, aber das ist mir ja schon irgendwie klar, dass das so ist. Da ist noch ein Recording-Tape. Verstörend. Okay. Ist mir jetzt egal, ob das Licht blinkt. Ist mir jetzt wirklich egal, ob das Monster auch gleich auftaucht. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Da komme ich wieder hier hin. Jetzt bin ich wieder hier. Hier in dem Zimmer war ich noch nicht. Hier ist noch ein Zettel. Haben wir schon. Warum auch das mehrmals auftaucht? Komisch. Kann ich hier in den Schubladen vielleicht noch irgendwas Interessantes finden? Ich will mich jetzt einmal fressen lassen. Wo ist das Blinkelicht? Da. Kitchen. Kommt das jetzt? Machen wir erstmal zu hier. Ich glaube, es ist nah. Ich glaube, das ist jetzt bei der Kamera. Kann es die Türen aufmachen, auch wenn sie verschlossen sind? Hm. Komm, das muss da jetzt sein. Hello, my friend! Oh, ich sterbe. Es frisst mich. Okay, das wollte ich einmal noch sehen. Also, was kann ich abschließend als ehrliches Fazit zu Monstrum sagen nach so langer Zeit? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Warum bin ich enttäuscht?
das Spiel, ich hatte oder habe damals sehr viel von dem Spiel gehalten in der Early Access Version und ich glaube einfach die Zeit, das Spiel ist der Zeit zum Opfer gefallen. Es ist, wenn wir jetzt vor allen Dingen Spiele holen, die wir in der Vergangenheit jetzt gespielt haben, ist es der Zeit halt, hängt es halt hinten dran. Wie ich schon gesagt habe, die Texturen sind anders, die Mechanics, die KI ist anders. Man muss sich daran gewöhnen. Und ich finde dadurch, dass es noch so aus, wie gesagt, schon fast 10 Jahre alt ist, das Spiel, muss man sich auch an die Atmosphäre gewöhnen. Die Atmosphäre ist im Vergleich zu heutigen Horror-Games ganz anders. Und es fiel mir sehr schwer, dort einzutauchen, muss ich ehrlich gestehen. Und auch die langen Gänge, das ewige Rumlaufen, man hat es schnell raus, wenn die Lichter flackern, muss man schnell abhauen, dann kann man dem Monster entkommen. Das sind alles so Faktoren, die das Spiel für mich ein bisschen langweilig gemacht haben. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, vielleicht gefällt dir das Spiel richtig gut. 15 Euro hat es gekostet, finde ich auch zu teuer für das, was man dafür bekommt und wie alt das Spiel schon ist. Ich muss auch ehrlich gestehen, für mich persönlich hat das jetzt keinen... Ich muss das jetzt unbedingt nochmal spielen, wie zum Beispiel Super Normal, wo ich unbedingt noch das positive oder das alternative Ende sehen will. Weiß nicht, wie es dir geht. Schreibt das mir gerne in die Kommentare, wie euch das Spiel gefallen hat, wie es dir im Speziellen gefallen hat. Ich weiß jetzt, wenn ich New Game drücke, muss ich komplett von vorne anfangen. Das finde ich eine gute Idee, dass es immer unterschiedlich ist, aber für mich hat es keinen Wiederspielwert. Ganz ehrlich, da bin ich ganz ehrlich zu dir. Ja, wie gesagt, danke fürs Dabeisein. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von dem Spiel hältst und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Abo und ein Like da und schreib was Nettes noch zum Abschluss und dann sage ich einfach, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in einem neuen Video. Euer Pulsar. Ciao, ciao.